Ja, willkommen zurück zu unserem Freitagabendprogramm und unsere fortlaufende Besprechung über die dritte edle Wahrheit, das Ende von Dukkha, und was wir uns da genau drunter vorstellen können. Und noch spezifischer die Besprechung der Lehrrede aus der angereihten Sammlung haben wir letztes Mal nicht ganz fertig geschafft. Und dafür haben wir heute noch den schönen Abschluss. Bis ich das da rausgesucht habe, könnt ihr vielleicht überlegen, ob ihr seit dem letzten Mal was zu fragen habt. Also diese schöne Ananda Sutta, wo wir dem Dialog zwischen dem ehrwürdigen Ananda und dem Buddha zuhören dürfen, über eine Sammlung, die zum Beispiel ein Mönch erreicht, der weder innerlich noch äußerlich keine Neigung zur Anmaßung des Ich-Machens und Mein-Machens mehr da ist. Und so eine Sammlung haben wir gehört. Von dieser Sammlung haben wir gehört, dass sie möglich ist, wenn die Eigenschaft von Nibbana zum Objekt des Geistes wird. Und diese Eigenschaften haben wir der Reihe nach besprochen. Das letzte Mal primär das Versiegen des Verlangensdurstes, und ich glaube über Verblassen und Aufhören und Erlöschen haben wir auch schon im Zuge dessen uns unterhalten. Gibt es denn was von eurer Seite zu fragen, bevor ich ein bisschen weiter erkläre? Ja, ich habe was zu fragen. Und zwar das Viraga ist ja verblassen oder farblos werden. Und ich habe mich Aha. schon seit ein paar Wochen gefragt, inwiefern sich das mit Upekkha überschneidet oder wo da die Berührungspunkte sind. Ja, das ist eine interessante Frage. Ich wollte ohnehin noch mal auf das Viraga und auch auf das Neruda zu sprechen kommen. Vielleicht können wir da gleich das Upekkha noch mit verwenden, weil das schon zu Missverständnissen führen kann, dass der Buddha in seiner Begriffsflexibilität, die wir jetzt schon kennengelernt haben, auch diese Begriffe Viraga und Neruda in zweierlei Hinsicht verwendet. Ne? Zum einen, so wie hier, schon quasi den Erlöschungszustand, das Nibbana beschreibend. Ne? Da ist dann Viraga quasi das ultimative Verblasstsein eigentlich oder leidenschaftslos geworden Sein eines erwachten Menschen. Also das, beziehungsweise das Verblasstsein aller Bedeutsamkeiten, die einen Menschen, der noch die Neigung der Anmaßung des Ich und Mein-Machens in sich hat, eben immer wieder erzeugt. Ein genereller Zustand, beziehungsweise Aufhören des Einfärbezustands. Ja, da sind wir auch gleich beim Aufhören. Eben aufhören kann auch durchaus das Aufhören von dem Dukkha, das immer wieder durch Nichtwissen erzeugt wird, beschreiben. Und wir haben aber auch jetzt in dem Kontext, der uns als normal Meditierende vielleicht direkter berührt, Viraga kennengelernt als eine Eigenschaft, die auftritt, wenn der Geist mit Weisheit klar sieht und dadurch diese Ernüchterung und dadurch Entreizung oder Entleidenschaftlichung eintritt, die eben auch
erlebt werden kann, so beschrieben werden kann, dass die Dinge an Farbe verlieren. Und natürlich besteht da eine enge Verwandtschaft zum OPEKA, zum, was wir ja gewohnt sind, als Gleichmut zu bezeichnen, das ja wörtlich auch einfach nur das uninvolvierte Beobachten beschreibt. Und da ist, kann man vielleicht auch, wenn das Sinn macht oder wenn es für unsere praktische Anwendung da einen Bedarf gibt, unterscheiden zwischen dem Viraga eher als den ein Effekt, der eintritt, wenn wir die Dinge sehen, wie sie sind und wir unsere leidenschaftliche Beziehung dazu verlieren. Und Opeka mehr eine Fähigkeit gelassen draufschauen zu können, ohne uns hineinziehen zu lassen. Dass die sich jeweils gegenseitig unterstützen und bedingen können, ist, denke ich, offensichtlich. Also je weniger grell uns die Farben unter Anführungsstrichen die Bedeutungen ins Auge stechen, desto eher können wir unser Auge da ruhig drauf ruhen lassen, ohne uns reinzustürzen. Und je eher wir gleichmütig oder eben uninvolviert es beobachten können, desto eher werden wir dann auch so klar sehen, dass alles unbeständig ist, dass es da nichts zu holen gibt, dass uns die Lust vergeht, im wahrsten Sinn des Wortes, darauf da immer wieder was rausziehen zu wollen. Ist das damit halbwegs beantwortet? Ja, nochmal zum Verständnis, dann würde ich sagen, das Verblassen ist ein bisschen, hat auch mehr Facetten oder kann ja auch ins Negative dann gehen, wobei Upeka dann sehr neutral bleibt und das Viraga nicht immer neutral ist. Oder? Wieso nicht? Na, also das sagst du ja auch schon öfters, dass das Verblassen auch nicht so lustig ist unter Umständen und Ach so, naja, vielleicht, klar, nein, lustig ist es auch nicht, ist ja quasi per Definition das Gegenteil von lustig, aber da, wo es eher mal kritisch wird oder wo eine Gefahr besteht, dass es ins Negative oder so aus Prinzip da irgendwie rummotzen, wo die größere Gefahr ist, denke ich, ist bei Nibbida, bei der Ernüchterung, ne? Weil das wirklich noch so diese Katerstimmung mit sich bringt. Während dann das Viraga eigentlich schon der Zustand ist, wenn man darüber hinaus ist. Also wenn Viraga wirklich funktioniert, da kann man eigentlich nichts falsch machen, weil es dann ja idealerweise alles inkludiert, ne? Und wenn alles verblasst, dann gibt doch nichts mehr. Also kann man sich auch nicht mehr über das Verblassen ereifern. Aber klar, manchmal ist das auch noch nicht vollkommen. Und dann erleben wir vielleicht in Phasen, dass alles durchsichtiger wird oder durch dieses, durch die, die, das, die auch nur kurzzeitige Abschwächung der Leidenschaft uns gar nicht mehr so richtig interessiert. Und wenn wir das dann nicht richtig einordnen können, dann ist es ja nicht so sehr ein Problem von Viraga, sondern davon, dass das Viraga dann eben noch Lücken hat. Ne? Und eben durch diese Lücken hindurch können wir dann entweder im positiven Spektrum uns vielleicht ganz toll finden, dass wir jetzt so viel Entleidenschaftlichung erreicht haben oder davon wieder fasziniert sein und dann dem Ganzen doch wieder Farbe einhauchen.
Oder wir können vielleicht so ein bisschen uns fragen, ob das jetzt ob das wirklich das ist, was wir uns wünschen, oder ob dieses Verblassen als Lebensziel ist vielleicht nicht für jeden auf Anhieb verlockend. Aber das ist ja auch immer wieder die große Kunst im ganzen Dhamma Fortschritt, dass wir nach und nach überhaupt erst auf den Geschmack kommen dessen, worauf wir da eigentlich hinsteuern. Da, wenn man das jetzt überspitzt formulieren möchte, eigentlich dadurch, dass wir verstehen, dass das Ziel, das wir da anstreben, auch erstrebenswert ist, erreichen wir es eigentlich auch schon. Ne? Wenn wir Dukkha verstehen das Upadana, das Festhalten, das Identifizieren immer wieder eigentlich das Problem ist, ergibt sich ja auch logischerweise, dass das Ende des Problems dann in dem Aufhören von all dem stecken muss, was immer wieder uns in die Identifikation hineintreibt. Darf ich auch noch was fragen? Ja, bitte. In der Girimananda Sutta, diese Wahrnehmungsübung für, ist eben die Frage, ist das eine Wahrnehmungsübung bezüglich Viraga und Nirodha? Ja, das sind ja auch wieder die gleiche Nibbana-Kontemplation, so wie wir sie hier finden, ne? Das, oder? Meinst du das? Das meine ich, aber meine Frage ist eben das, weil hier ist es ja ganz offensichtlich ein Arahant, Aha. der das erlebt. Und wie ist das dann in der, ich bin mir nämlich nicht sicher bei bei der Girimananda Sutta, ist das jetzt etwas, das man sowieso gibt, Arahants, die nur Mm-mm. vorübergehend durch Krankheit Mm-mm. beeinträchtigt sind und dass man die so wieder in einen heilenden Aha. Piti-Zustand bringt? Oder ist das so für, also jedermann kann man jetzt sagen, aber jetzt unter Anführungszeichen jedermann, um das einzuüben? Ja, eher das Zweite, würde ich jetzt sagen. Okay. Weil, also für die Girimananda Sutta nicht kennen, da ist die Rede von 10 Wahrnehmungen, die man kontemplieren kann, wenn man krank ist, und dann wird man wieder gesund. Also, aber eigentlich jetzt keine Wahrnehmungen, die direkt was mit Gesundheit, wie wir das normalerweise verstehen, zu tun haben. Aber es sind alles Wahrnehmungsübungen, da hast du natürlich recht. Aber auch die anderen Übungen, na, wo es darum zum Beispiel Körperbetrachtung oder wie es darum geht, wie man mit unheilsamen Gedanken umgehen soll. Ne? Und das wären Übungen, die Arahants eigentlich nicht mehr brauchen. Und wir haben ja diese ganze Nibbana-Formel eben kennengelernt, auch in zwei Praxismodi. Ne? Entweder als das Upasamanusati, wo es dann einfach eine Anusati Übung ist, so wie Buddha Anusati, einfach eine Betrachtungsübung, um uns auf Nibbana auszurichten, ob wir es schon kennen oder nicht, weil es einfach hilfreich ist, auch klärend ist für die rechte Ansicht, dass die wirklich effizient ist, wenn sie informiert ist darüber, wo es eigentlich hingehen soll. Und dann eben, so wie in diesem Kontext, wo auch Viraga und Nirodha besprochen wird, aber eben hier als als das Erleben, das hier zwar in Worte ausformulierte, aber dann im Samadhi eines Arahants unmittelbar erlebte Erlöschen von Dukkha. Aber auch jemand, der nicht Arahant ist, und angenommen, man liegt krank und unwohlig im Bett, der Geist driftet dann ja bekannterweise in alle möglichen Gedanken und Schmerzen und sowas. Sich dann wieder daran zu erinnern, naja,
Viraga und Neroda, das ist doch eigentlich wunderbar, wenn man in die Richtung sich bewegen kann in der Übung. Und das kann mich doch jetzt auch inspirieren und trösten. So kann das dann eben auch für jemanden, der das noch nicht im vollen Umfang oder jetzt noch gar nicht im Umfang einer direkten Nibbana-Erfahrung erlebt hat, trotzdem eine sinnvolle Übung sein. Ich würde auch noch mal gerne etwas fragen. Bitte. Ich mache So, nämlich gerade alle immer Fragen, mache ich mal das Bild ja, her. und zwar zu der Ernüchterung und dem Verblassen, weil ich merke, dass also je stärker sich so im Laufe der Übung wirklich so eine Ernüchterung einstellt, dass bei mir manchmal aber mehr in so ein Desinteresse. Also eher, sag mal, was Negatives sich wandelt, ist das etwas, was dann einfach auch verblasst, wenn man mit einfach durch diese trockene Landschaft der Ernüchterung durchgeht? Oder Wieso soll ist man da. Desinteresse negativ? Bitte? Wieso Ich ist empfinde Desinteresse es negativ? so. Ich empfinde es so, weil es schwierig ist, beispielsweise im normalen Alltag mit Familie, mit Freunden zunehmend noch auch Gemeinsamkeiten anzufinden, ne? Wenn die dir irgendwie Naja, was gut, das lästern ist ja. wollen, was, ne? Und sagen, pff, interessiert mich alles nicht. Na gut, Ne? das ist ja deren Problem primär, oder? Nee, sehe ich nicht so. Das betrifft mich schon auch. Naja, ich meine, ein bisschen kann man, muss man das vielleicht akzeptieren, dass wenn man selber daran arbeitet, alles bedeutungslos zu finden, dass man dann mit dem, was andere Menschen bedeutungsvoll finden, nicht mehr so viel anfangen kann. Aber also dass das im sozialen Kontext dann manchmal zu Situationen führt, wo wir uns irgendwie kompromittiert fühlen oder negativ fühlen, das gehört da vielleicht mit dazu, zu diesem großen sansarischen Abschiedsprozess, dass wir da einfach nicht mehr so dazu passen. Ja, für jemand, wo Sansara Blenden funktioniert und super läuft, wird das gar nicht verstehen, dass wir uns für manches gar nicht mehr interessieren. Aber ein bisschen hast du die Lösung ja selber auch schon gesagt, ne? Dass das auch, also diesen Konflikt oder diese Negativität, die man da vielleicht in gewissen Situationen erlebt, die darf man dann auch verblassen lassen. Das passiert ja automatisch, wenn wir einfach nach wie vor dabei bleiben. Es geht halt nur darum, uns nicht das eine oder andere Hindernis zu verwickeln, das uns einredet, jetzt hör aber bitte auf, die kann das als unbeständig zu sehen. Und das ist ja so die Spezialität der Hindernisse, das ist ja so die Stimme Maras, die will unbedingt uns da bremsen, wenn es daran geht, dass wir das Interesse an Sansara verlieren. Und eine so eine Mara-Stimme kann eben sein, ja, aber du musst doch mit den anderen und so, na, als ob das jetzt so eine Entweder-oder-Entscheidung wäre. Na, also man kann ja vielleicht auch, ist ja gerade die Jahreszeit dafür, wenn man dann jetzt in ein paar Wochen irgendwo bei einer Familienweihnachtsfeier dabei sitzt und man kann sich dann denken, ja, die sind alle so verblendet und ich weiß das schon viel besser, aber das ist ja auch dann eigentlich nichts anderes als wieder die Tendenz zur Anmaßung des Ich und Mein Machens voll auszukosten. Ja, also warum nicht still und friedlich da daneben sitzen und die anderen sich freuen lassen? Also dieses Verblassen kann ja auch was ganz Friedliches sein, wo wir eben
immer weniger mit irgendetwas in Konflikt geraten. Und auch mit einer Situation, die uns jetzt nicht so, selber nicht so wahnsinnig interessiert, damit dann auch konfliktfrei sein zu können. Ja, aber das dauert auch so ein bisschen, glaube ich, bis da diese scharfen Kanten und Ecken dieser Zahnräder der Weisheit sich abgeschmirgelt haben. Ja, das verstehe ich schon, so wie du das erklärst. Ja, also dass ja dieses Verblassen einfach auch natürlich seine Zeit braucht, ne? Und Ja, und das ist aber, also ich finde es immer gut, auf der einen Seite ganz kompromisslos mit dem, was Panya ist, und auf der anderen Seite aber mit unseren Mitmenschen total flexibel und freundlich bleiben. Ja, was wir mit der Panya-Arbeit machen, das geht ja nur uns was an. Das ist ja unser eigenes Projekt. Da muss man manchmal auch unnachgiebig und stur drauf beharren und immer wieder ganz da darauf achten, dass sich das ja nicht irgendwie verwässert und verdünnt, damit man wirklich am Ball bleibt. Ja, sonst könnte eine Verlockung sein, dass wir uns denken, naja, jetzt bin ich mal nicht so, und der Buddha hat das ja sicher nicht so gemeint, dass man allem Interesse verliert und ein bisschen muss man ja dieses und jenes, ne? Also nicht, dass wir das alle nicht haben, ist ja normal und menschlich, aber wenn wir dann anfangen, so am Prinzip herumzudoktern, um uns unsere eigene Menschlichkeit zurecht zu erklären, dann fangen wir an der Reinheit der effizienten Ansicht so rumzukratzen. Und das halte ich für bedenklich, oder für bedenklicher als zu sagen, ja, in meinem Leben als teilweise noch normaler Mensch gibt es eben solche und solche Situationen, und da versuche ich möglichst flexibel mich anzupassen und hole mir auch Erleichterung oder Hilfe in der Gelassenheit von meiner Verblassensübung. Dann ist das gleich eine super Übung, das zu integrieren in jede auch noch so normale oder banale Situation. Kann ja immer mit Dhamma was zu tun haben. kann ich was sagen? Ja, bitte. Kann man in dem Moment nicht auch in Liebe und Mitfreude verweilen? Und du hast ja auch schon angesprochen, in Mitfreude mit denen, was die anderen erfahren, auch einen angenehmen Zustand zu haben. Ja, also alle Brahma-Viharas, je nachdem, wie man selber gerade auch drauf ist, ne? Kann auch mit Mitgefühl sehen, ja, die stehen da um einen Baum, den sie in ihrem Zimmer aufgestellt haben, nach heidnischen Bräuchen, und singen da jetzt irgendwas und merken gar nicht, wie viel Dukkha sie dabei haben. Ja? Aber also je nachdem, wenn man jetzt, wenn der Geist sich mehr in so eine Negativität zieht, dann können die positiven oder die schönen Brahma-Viharas hilfreich sein. Das sind eher Metta und Mudita. Und sagen wir mal, die etwas Panya-affineren Brahma-Viharas von Karuna und Upekkha, obwohl das natürlich jetzt nur eine sehr relative Aussage ist, dass die mehr mit Panya zu tun haben. Die können uns dann eher helfen, wenn wir selber zu sehr ins weltlich Erfreuliche hineinrutschen. Ich würde auch noch gern was sagen zu dem, was der Erwin gesagt hat, weil ich kenne das auch, und dieses Desinteresse. Und was mir aber aufgefallen ist dann, das ist ja dann nicht mehr das Desinteresse an den Dingen, die mich betreffen,
sondern das Desinteresse schwappt dann so hinüber auf die oder möchte hinüberschwappen auf die Familienangehörigen. Und da habe ich dann die Lösung gefunden, mit Aufmerksamkeit bei ihren Sachen zu sein, aber ganz wichtig für mich zu haben, dass das nicht meine Sache ist. Und damit geht es eben so ein Stück in das, was der Gunnar gesagt hat, dass man dann eben sehr aufmerksam ist für die Bedürfnisse der anderen. Und ich sehe das auch als durchaus Pflicht, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist, aber ohne jetzt das zu vermischen, also dass sich so ein Kuddelmuddel dann bei mir geben, nicht mehr. Ja. Also das ist ja oft so ein Missverständnis, dass wir den anderen den größten Gefallen tun, wenn wir sie doch noch für ein Selbst halten. Und dass wir ihnen irgendwie was wegnehmen, wenn wir sie der Wirklichkeit gemäß sehen. Und eigentlich ist es aber total umgekehrt, ne? Auch aus jetzt ganz alltäglicher Erfahrung. Irgendjemand hat gerade eine Krise, weil, was für sich, der Weihnachtsbraten ist angeschmort und jetzt gibt es großen Stress und Aufregung. Und wenn man selber dann aber sieht, ja eigentlich das Interesse, das diese Person da rein investiert und die Bedeutung, die sie da rein projiziert, ist gar nicht so dramatisch. Ne? Und wenn da eine Person im Raum ist, die das einfach nur erleben kann, so als das ist jetzt auch ein unbeständiger, nicht selbsthafter Prozess, dann sorgt das ja auch für eine ungemeine Entspannung. Ne? Wenn einfach wenn wir die Person sein können, die in der Wirklichkeit ist, so gut es uns eben gelingt, dann ist das ja ein großes Geschenk für alle anderen. Auch wenn die das vielleicht nicht immer so sehen können, ne? Aber nicht jedes Geschenk ist so, dass man sich immer darüber freut. Manche Geschenke brauchen schon einen erlesenen Gaumen, um es überhaupt wertzuschätzen. Ich habe dann noch eine Beobachtung dazu gemacht. Bei mir macht es immer einen ganz großen Einfluss, wie das Wort für mich besetzt ist. Und dieses, also für mich ist, wenn ich den Ausdruck statt Desinteresse Ernüchterung nehme, ist das viel einfacher, weil dann kann ich mich so erinnern, ich habe früher sehr gerne mit Puppen gespielt. Und wenn man mich jetzt mir eine Puppe geben würde, wäre das nicht so spannend wie anno dazumal. Und das geht aber mit vielen anderen Dingen auch. Und wenn ich jetzt bei mir nicht mit Desinteresse komme, sondern mit Ernüchterung, fällt mir der ganze Prozess, also dann hat es was mit mir zu tun und hat nichts was Soziales, weil Desinteresse hat für mich immer auch einen sozialen. Aber das ist sehr persönlich halt. Ja, es ist ja auch wichtig, dass wir uns da unsere Begriffe selber schaffen, die uns eben das Richtige sagen, ne? Um uns, damit wir uns gut zurechtfinden im eigenen Erleben. Ja, also dieses Desinteresse auch als also auch im Deutschen kann das Wort Desinteresse ja vielleicht eher die Ernüchterung ausdrücken, oder dann die schon das Resultat der Ernüchterung eben das nichts mehr dran finden. Ja, also wenn man dir jetzt eine Puppe hinlegt, dann außer du hast irgendwie eine nostalgische Stimmung und dann denkst, ja, war das früher schön, mit der Puppe zu spielen, aber jetzt darf ich das nicht mehr als Erwachsene, wäre ich komisch angeschaut, aber ich würde es so gern, ja, ist vorbei. Also da ist mal schon über diese Ernüchterungsphase, wo man noch irgendwie dem vielleicht ein bisschen nachtrauert oder noch davon bewegt wird, ist quasi abgeschlossen. Ne? Was dann ja auch eine Leidenschaftslosigkeit, die damit, also wo nichts mehr in uns anspringt.
Deswegen habe ich eben diesen Ausdruck nichts mehr dran finden, auch so. Der ist auch für mich so besonders gut gewesen, das nichts mehr dran finden. Ja. Das ist auch schön. Also, ich habe mir auch überlegt, dass man zu dem Begriff Wohnen in der Weisheit, also so wie es im Sutta ist, das sind ja dann die Arahants, die da wohnen in der Ichlosigkeit und der Weisheit. Aber dass man natürlich auch auf dem Weg dahin, in den Vorstufen, sich auch sagen kann, dass man jetzt in der Interesselosigkeit sich einrichtet und darin wohnt. Also so kleine Vorstufen zum letztendlich irgendwann mal Wohnen in der Weisheit. Also die Weisheit, das große Haus und jetzt halt so ein Tiny House von Interesselosigkeit. Ohne dass man da jetzt unbedingt mit die Außenwelt damit irritiert, aber dass man das so in Stille als neue Bewohnung oder Behausung des Geistes so mit sich mitnimmt überall hin. Weil die Situation, die der Erwin so beschrieben hat, die ist für uns, die Familie und Kleinkinder und Weihnachten und Geschenke und so, ist das fast unvermeidlich, aber wenn man sich so ein kleines Haus, ein Haus macht, in dem man dann halt wohnt, ist vielleicht auch ein beruhigender, schöner Gedanke. Ja, dann meine heimliche Bewohnung, das brauchen die anderen ja nicht alle, die brauchen ja nicht genau. einzuziehen. So ein unsichtbares Schneckenhaus. Ja, sowas. Finde ich ein schönes Bild, danke dir. Und wer das Haus noch nicht kaufen will, kann er erstmal in Miete und schauen, ob es ihm da gefällt. Oder mal nur auf ein Wochenende da Urlaub machen und schauen. Und vielleicht bleibt man ja hängen. Ja, also ihr seht schon, es gibt die Leidenschaftslosigkeit, um jetzt vieles ja auch einfach Gewohnheit mit unseren Begriffen, ne? Weil wir halt den Begriff Desinteresse auch so gewohnt sind, ihn so zu hören als Vorwurf fast oder irgendwie mangelnde Lebensfreude oder sonst eben eher als negativ besetzten Begriff kennen. Reagieren wir da vielleicht auch schon mit Assoziationen, die uns eher hemmen, aber diese Leidenschaftslosigkeit, dieser klare Zustand, ne, Klarheit ist ja auch so etwas Ungefärbtes, den scheint es eben auch in allen möglichen Nuancen und Intensitätsgraden zu geben. Und es liegt ja auch an uns und an unserer Übung, wie intensiv diese Leidenschaftsfreiheit wird. Ganz einfach, also können wir zu 100% steuern und regeln mit unserem Anicca-Beobachtungsregler. Ne? Wenn wir eine halbe Stunde am Tag Anicca betrachten, dann haben wir eben so viel, dementsprechend viel Viraga. Und wenn wir 10 Stunden am Tag Anicca betrachten, dann haben wir dementsprechend viel Viraga. Das Viraga ist ja auch ein Werkzeug und ein Trittbrett auf unserem Weg zum ultimativen Viraga, wo dann dieser verblasste Zustand der einzige ist, der uns überhaupt noch möglich ist. Soll ich was sagen? Ja. Ich finde dieses Wort Leidenschaftslosigkeit, das klingt bei mir immer irgendwie negativ. Und kann man stattdessen nicht einfach auch sagen, negativ. Kann man stattdessen sagen, nicht Befreiung einfach? Ja, aber Leidenschaft, das klingt ja schon, das ist ja schon voll Ducker. Ja, ich weiß. Wie wäre es mit Leidenschaftsbefreiung?
Ja, das klingt schon besser. Leidenschaftsfrei. Klingt doch gut. Ich würde zu dem, was ihr eben untereinander besprochen habt, gern noch beitragen, dass ich den Eindruck habe, dass es mir fast leichter wird, im Zusammensein mit anderen durch die Kanda-Betrachtung, dass ich meine eigenen Kandas nicht mehr so ernst nehme und die der anderen auch nicht. Und dass da irgendwie dann auch weniger Ansichten zum Beispiel aufeinander prallen und auch wenn Emotionen da sind und so. Also ich habe den Eindruck, für mich wird das eher einfacher als schwieriger, und auch friedlicher. Und das finde ich ganz schön und freut mich. Und da spielt diese Kanda-Betrachtung eine ganz große Rolle, eben zu erkennen, dass ist eigentlich immer nur so ein Wind, der durchgeht. Und muss ich bei mir selber nicht so ernst nehmen und eben bei meinen Familienangehörigen und sonstigen Beziehungen auch nicht. Das sagst du denen aber nicht so. Natürlich nicht. Du bist ja nur Wind, der durchzieht. So muss ich dich nicht ernst nehmen. Muss ich endlich nicht mehr mit dir streiten. Ja, also es ist ja nur fair, dass wir das, was wir an uns selbst ja auch manchmal ja nicht ohne, was wir uns da selber zumuten und so genau hinschauen und sehen, da ist ja gar kein Selbst, dann ist es ja fair, dass wir das auf die anderen auch anwenden. Ja? Und das Ganze ist ja nicht, um irgendwas kaputt zu machen, außer Dukkha. Und wenn wir das eigene Dukkha kaputt machen und das ein bisschen auf die anderen abfärbt, umso besser. Also abfärbt im Sinne von verblassen. Das ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort. Oh, weiß nicht, ob verblassen abfärben kann. Aber egal. Das sind ja alles nur Begriffe. Und auch das sehen wir dann eben, ne, wenn auch die quasi die Echtheit der Begriffswelt, in der wir leben, zu verblassen beginnt. So, und jetzt ist schon wieder Schluss. Und ich verabschiede mich noch schnell, bevor das Zoom uns auseinanderreißt. Schönen Abend noch.